Ist der Kursrutsch bei Bitcoin so ein bisschen ein Warnsignal für die Aktienmärkte, dass zumindest kurzfristig jetzt erst einmal die Party vorbei ist und eine Korrektur einsetzen wird? Denn es ist ja so, dass viele meinen, ja, Bitcoin sei ein super Hedge. Nichts ist da ein Hedge, sondern Bitcoin verhält sich ebenso wie zyklische Aktien, wie hier zu Recht nach meiner Auffassung JP Morgan beschreibt, vor allem dadurch, dass da so viel Retail-Trader am Start sind, also naja, die kleinen Investoren am Start sind, haben wir ein ganz ähnliches Muster, wie wir das bei zyklischen Assets haben. Dementsprechend basiert auch Bitcoin letztendlich wie die Aktienperformance und praktisch die gesamte Marktentwicklung eben darauf, dass die Notenbanken ihre Geldmenge ausweiten, massiv Geld ins System pumpen und dadurch die Assetpreise generell anheben, ob Bitcoin oder eben Aktienmärkte oder eben auch Gold oder was auch immer, alles steigt eben dann in diesen Momenten. Aber ist das wirklich eine Absicherung? Ist das wirklich etwas, was dann im Krisenfall funktioniert? Sieht nicht so aus, vor allem wenn wir uns daran erinnern, dass in der ersten Corona-Welle, als es richtig runterging an den Aktienmärkten im März, da ging es auch für Bitcoin runter. Das zeigt, dass das praktisch zyklisch reagiert. Dementsprechend ist der Bitcoin eben kein Hedge, sondern verhält sich zyklisch. Und dann entsteht eben die Frage, ja, wenn es für Bitcoin jetzt nach dem großen Anstieg, keine Frage, jetzt mal nach unten geht, ist das dann ein Warnsignal auch für die Aktienmärkte? Wollen wir uns jetzt mal anschauen. Schauen wir uns zunächst mal den Chart von Bitcoin an, wie er sich darstellt. Wir sind ja aus dieser Wedge, aus dieser Verkeilung ein bisschen nach unten ausgebrochen, waren heute schon bei Bitcoin unter der Marke von $29.000. Sind dann über 31.000 gestiegen, sind jetzt aktuell, kann sich jederzeit ja schnell ändern, wieder unter $31.000. Wir sehen hier einen Chart von Michael Saylor, sehen den fallenden MACD. Also es wird schwierig jetzt in nächster Zeit. Für Bitcoin wird es schwierig, auch für die Aktienmärkte. Wir sehen auf jeden Fall wieder so eine Art Regime Change, eine Änderung des dominanten Narrativs. Wir haben auch gestern wieder, wie Sie hier oben in der Grafik sehen, Information Technology am besten plus 1,2% und dann die Gewinner eigentlich dieser ganzen Impfstoff-Story seit dem 9. November. Materials, Industrials und Energy und Financials sind stark unter Druck gekommen. Also es ist wieder das Muster aus dem Jahr 2020. Es sind die Deflationsassets, die Tech-Werte, die derzeit gut laufen, und es sind die Inflationsassets wie Materials, Industrials, Energy und so weiter, die eben jetzt nicht gut laufen. Also diese Reflationsstory ist irgendwie angeknackst, oder ist das nur ein kurzes Luftholen in dieser Reflationsstory, also die Erwartung, dass die Wirtschaft deutlich anzieht, dann letztendlich mit anziehender Nachfrage auch die Inflation anzieht? Das ist eben jetzt die Frage, ob wir hier jetzt einen Wechsel gesehen haben, so oder so, seit der Wahl. Nämlich der Wahl Anfang November, der US-Präsidentschaftswahl, hat der US-Aktienmarkt 3 Billionen an Marktkapitalisierung hinzugewonnen. Und wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel ins Jahr 2020 wieder zurückversetzen, wie hier Michael Santoli von CNBC sagt, ja, am 2. September hatten wir dann auch eine massive Korrektur von 10%. Da war auch die Fed sozusagen als Sicherheitsnetz und die Märkte gespannt. Wir hatten auch sehr starkes Momentum zunächst mal auf der Oberseite. Also wenn einfach die Dinge zu einseitig sind, zu extrem sind, dann ist die Gefahr für Korrekturen eben groß. Heißt nicht, dass das jetzt kommen muss, aber die Gefahr wird eben größer. Und wir sehen, dass sich die Dinge eben verschieben. Hier dieses Motiv, dieses Reflationsmotiv zumindest jetzt angeknackst ist, indem eben diese Bereiche, die vorher sehr gut gelaufen sind, jetzt nicht mehr gut laufen. Wir haben zum Beispiel gestern gesehen, dass zwar der Nasdaq ein neues Allzeithoch gemacht hat, aber nicht der Dow Jones, nicht der Russell 2000. Die sind an diesen Hochs gescheitert, haben tiefere Hochs gemacht. Das gilt auch für den NYSE, das ist also der Index, an dem alle Aktien, die an der New York Stock Exchange, an der New Yorker Börse notiert sind, gehandelt werden. Das ist also der Index, der diese Aktien abbildet, und wir sehen auch, der hat eben sein Hoch nicht einstellen können und zeigt seitdem Schwäche. Wir sehen also erste Bremsspuren. Wie gesagt, muss nicht heißen, weil viele immer sagen, ja, ich würde jetzt einen Crash prophezeien, Unsinn. Möglich ist eben, wahrscheinlicher wird eben, dass eine Korrektur von 10, vielleicht 15% einfach mal kommt. Das ist kein Crash, zumindest nicht von den Niveaus ausgehend, von denen wir derzeit kommen, denn dann wären wir immer noch höher als 99,99999% der Zeit davor. Also darum geht es letztendlich, aber wir sehen, dass es offenkundig jetzt schwieriger wird, dass die Luft nach oben etwas dünner wird. Und wir sehen jetzt die Meldung
Zum Beispiel von Bloomberg, die Aufgabe für Biden wird es sein, die Bubble Markets mit der ökonomischen Realität wieder zu verbinden. Geht das? Kann man das machen? Die Finanzmärkte haben sich aufgrund der Notenbanken so weit entfernt eben von der ökonomischen Realität, dass die ökonomische Realität schon sehr, sehr überzeugend und extrem gut sein müsste, damit diese Verlinkung wieder in irgendeiner Form stattfinden könnte. Wahrscheinlich muss die Wirtschaft besser werden und die Finanzmärkte ein bisschen Luft rauslassen, damit diese Wiederannäherung passieren kann, so oder so. Die Märkte sind priced to perfection, wie die Amerikaner sagen, also gepreist für praktisch eine paradiesische Zukunftserwartung. Da darf nichts schief gehen. Little room for error, wie hier CNBC schreibt. Also da muss alles funktionieren, da darf kein Problem dazwischen kommen, das keiner auf dem Zeiger hat, oder es darf nichts kommen, was potenziell als Gefahr schon längst erkannt ist, aber eben noch nicht eingetreten ist. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns zunächst aber mal an. Wir haben natürlich einen extremen Optimismus und das macht die ganze Geschichte eben dann auch anfällig mal für eine Korrektur. NAAIM, das ist praktisch ein Index, der die Asset Allocation von Vermögensverwaltern misst, bei 113%, ist nur einmal höher gewesen im Dezember 2017, damals die Steuerreform von Donald Trump. Da ging es für die Aktienmärkte nach oben, bis dann im Januar 2018 mal ein heftiger Abverkauf zwischenzeitlich kam. Also wir haben praktisch ein doch durchaus euphorisches Sentiment nach wie vor. Und hier wird gesagt, ja, das ist alles okay, solange der Breadth nicht schlechter wird, also die Marktbreite nicht schlechter wird. Und genau das sehen wir jetzt. Wir sehen, dass die Marktbreite, die sich deutlich verbessert hatte mit der Impfstoffmeldung am 9. November, als eben nicht nur die Tech-Werte gestiegen sind und damit die Indizes nach oben gezogen haben, sondern wirklich die breite Masse der Aktien gestiegen ist, während Tech dann nicht mehr so gut gelaufen ist. Jetzt sehen wir das Gegenteil wieder. Tech fängt wieder an zu laufen oder ist besser gelaufen und die Marktbreite geht jetzt zurück. Das ist ein Momentum, auf das man zumindest ein Auge haben muss. Und es sind vor allem die Foreigners, also die Ausländer, die hier US-Aktien gekauft haben, in noch nie gekannter Form. Das hat es so noch nie gegeben, dass die Ausländer so kräftig zugegriffen haben. Ja, die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Hier sehen wir mal die Bilanzen der großen vier Notenbanken, also Bank of Japan, Fed natürlich, EZB und Bank of England. Da sehen wir, dass hier diese Bilanzen ja ständig gestiegen sind und wir sehen hier den Index MSCI, ACWI, also ACWI, das ist praktisch ein Weltindex von MSCI, ein ETF, das den Weltindex, die weltweiten Aktienmärkte abbildet, und wir sehen, es kann, die Notenbankbilanzen können noch ein bisschen weiter nach oben gehen, aber wenn man jetzt mal genau hingehört hat, Bank of Japan, gestern die EZB etc., auch Aussagen von Fed, dann sieht man schon, ja, also es ist eben so, dass wenn die Lage sich verbessern würde, dann würde man eben auch den Fuß vom Gaspedal nehmen. Jetzt nicht, heißt es, das machen wir nicht, hat sowohl Powell als auch Clarida von der Fed nochmal klar gemacht, wenn wir jetzt kein Tapering erstmal ins Auge fassen, aber es ist eben absehbar und die Märkte werden das spielen, wenn eben diese ganze Geschichte mit den Impfungen gut geht und die Sache nicht wieder neue Fragezeichen aufwirft in Sachen Impfstoff. Aber hier, wie zum Beispiel Seth Klarman formuliert, das größte Problem ist, dass die Zentralbanken eben die Risiken nur kaschieren, vor allem für das Kapital. Die werden praktisch maskiert, aber gleichzeitig steigen eben diese Risiken trotzdem, weil eben die Bewertungen immer höher werden, weil das Fallpotenzial allein schon immer höher wird, weil wir durch die Abschaffung des Zinses eben praktisch alle Risikoparameter abgeschafft haben. Damit hat es Fehlallokationen gegeben von Kapital, damit sind Blasen entstanden. Gar keine Frage hier, das ist wie ein Frog in boiling water, also das ist wie ein Frosch, der in einem sich erwärmenden Wasser sitzt, nicht sofort merkt, dass es ganz schnell heiß wird, aber es wird so Stück für Stück heißer und das dauert, bis man das dann realisiert hat. Die Frage ist, was wäre denn die Alternative zu diesen Notenbanken-Interventionen? Fragt hier zum Beispiel Nat Ignoffo. Ja, was hätten sie denn alles tun sollen? Money printing is the least painful. Also Gelddrucken ist der am wenigsten schmerzhafte Prozess, um diese Krise zu bewältigen.
Die Frage ist nur, was wird daraus die Folgewirkung sein? Die Büchse der Pandora ist geöffnet. Die kriegst du nicht mehr eingefangen, die Folgewirkungen, und dementsprechend musst du als Notenbank die ganze Zeit hinterherlaufen, was man hätte machen können. Das sagt hier auch Sven Henrik, ist eben auch mal Schmerz zuzulassen. Wir lassen ja keinen Schmerz zu, sondern dröhnen uns sofort zu. Früher gab es eben Phasen von Boom und dann wieder Abschwung, dann wieder Aufschwung, dann wieder Abschwung. All das lassen wir nicht mehr zu, weil darf ja eben nicht mehr sein. Dementsprechend haben wir den Prozess der kreativen Zerstörung, den Schumpeter beschrieben hat, zerstört. Damit füttern wir Zombie-Firmen durch. Bezeichnenderweise wurde gestern auch EZB-Chefin Lagarde nach Zombie-Firmen gefragt und sie hat diese Frage einfach nicht beantwortet, sondern irgendwelche anderen Dümmpfiffe geredet, die letztendlich niemand interessiert haben. Aber das sind doch die entscheidenden Fragewirkungen. Okay, wir haben positive Auswirkungen für die Finanzmärkte, vor allem der Handlungen der Notenbanken. Für die Wirtschaft hat das nicht so wahnsinnig viel gebracht, muss man sagen. Zumindest nicht irgendwie wirklich eine Wirtschaftsunterstützung. Okay, sie halten den Zins niedrig. Das ist schon klar, dennoch haben die Banken zum Beispiel ja die Kreditkonditionen ein bisschen angezogen, sind also strenger geworden in der Kreditvergabe, weil sie eben sehen, okay, klar, eine solche Krise, da werden viele vielleicht ökonomisch Probleme bekommen, das wird das Kreditrisiko erhöhen etc., aber da hat sie eben diese Frage nach Zombiefirmen, nach negativen Auswirkungen schlicht nicht beantwortet, sondern eben einfach drumherum geredet. Und die Menschheit hat überlebt mit diesen Zyklen, mit Aufs und Abs. Und dann müssen wir eben auch mal ein Ab in Kauf nehmen, damit es dann wieder nach oben gehen kann. Aber dadurch, dass wir das nicht mehr zulassen, haben wir praktisch eine Zombie-Ökonomie uns geschaffen. Das ist doch das große Problem. Und wir sehen auch, wenn jetzt hier mein Rechner weitermacht, plupp, da sehen wir hier nochmal Biden, 1,9 Billion soll da investiert werden. Das ist eben jetzt das Ziel. Die Frage ist, wird das kommen? Es gibt Widerstände. Da sagen nicht nur Republikaner, das ist too much, wir haben doch jetzt kürzlich erst 900 Milliarden reingeschaufelt an Stimulus, jetzt 1,9, das wird nicht gehen, selbst Demokraten wie Manchin, der Abgeordnete, sagt, das wolle man nicht so machen. Jetzt wird Biden eine Rede halten um 2.45 Uhr Washington Ortszeit, also 14.45 Uhr, 19.45 Uhr GMT, also heute Abend deutscher Zeit. Das wird wichtig, da werden die Märkte durchaus drauf achten, und wir haben vielleicht eigentlich für Biden eine ganz günstige Ausgangssituation, denn jetzt sind zumindest, so hat es Fauci auch gesagt, sehen wir einen Rückgang der Zahlen in den USA, was die Corona-Fälle betrifft. Gestern zum Beispiel unter 200.000, auch die Hospitalisierungen gehen zurück. Das ist ja für Biden ein sehr wichtiger Punkt. Der Kampf gegen Corona, das ist wahrscheinlich der Grund, warum Trump die Wahl verloren hat. Eben das Management von Corona, das er, wie soll ich sagen, vielleicht weniger überzeugende Management von Corona. Und das ist einer der zentralen Punkte, die Biden in den Griff kriegen muss, damit auch die Wirtschaft in den Griff kriegen kann. So die Logik. Dementsprechend will er hier rein investieren. Aber wir sehen, die Daily Death, die gehen nicht zurück. Da sind wir bei knapp 4.000 jetzt gewesen. Hier in Spanien zum Beispiel, oder hier in Europa, in Spanien, haben wir extrem viele Fälle jetzt gestern gesehen. Fast 50.000, und das für ein doch deutlich weniger bevölkerungsreiches Land wie Spanien. Das ist sehr, sehr viel. Eine Inzidenz von fast 800. Also das sind Extremwerte. Portugal kommt jetzt. Also wir sehen wieder eine Ungleichgewichtung. Es ist eben die Frage, ob diese Virusmutation jetzt wirklich um sich greift und ob wir jetzt nur ein kurzes Zurückgehen, wie Scott Gottlieb das auch gesagt hat, nur einen kurzen Rückgang sehen der Zahlen auch in den USA, und dann geht es wieder nach oben. Das wird die große Frage sein. So oder so, wir werden heute, da hat Biden übrigens noch etwas gemacht gestern, er hat die Ölförderung, Drilling Permits, also die Shale Production, Fracking verboten auf staatseigenen Ländereien. Und wir haben heute, das wollte ich eben auch noch sagen, 9.30 Uhr die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland. Also der Abgleich mit der Realität. Unschön, wir hatten zuletzt ja ganz gute Zahlen. Letzten Monat, da war irgendwie Optimismus da. Da sind selbst die Dienstleister wieder nach oben gegangen, die ja schwer betroffen sind. Das wird heute wichtig sein. 9.15 Uhr kommen die Zahlen aus Frankreich, das ist schon wichtig. 9.30 Uhr dann die aus Deutschland und 10 Uhr die aus Europa. Habe ich noch was? Ich glaube, ich habe hier noch was. Hier gibt es jetzt Druck auf
die britische Regierung seitens einiger Minister auch die Grenzen zu schließen. Das ist natürlich etwas, was vielleicht ein Risiko ist, dass jetzt diese Dinge kommen, die wir in der ersten Corona-Welle teilweise gesehen haben, dass die Grenzen geschlossen werden. Also da ist jetzt plötzlich ein neues Motiv mit diesen Mutationen, muss es heißen. Und die Märkte sind price to perfection, da darf nichts schief gehen. Bitcoin als Warnsignal, das ist die Frage, die wir beobachten müssen. Jedenfalls sieht man, dass Bitcoin eben extrem zyklisch ist. Und wenn Bitcoin Probleme bekommt, dann ist das vielleicht doch ein Indikator dafür, dass jetzt die Luft nach oben sehr dünn geworden ist. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in den letzten Handelstag der Woche und sage Servus und Ciao.